Francesco, du hast vorhin zu mir gesagt, du bist etwas perplex. Kannst du da mehr dazu sagen? Ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt gerade die richtigen Worte zu finden. Es ist ja, für mich nicht wirklich nachvollziehbar, wie du das Spiel so außer Hand geben kannst oder außer Hand gibst. Es ist, es war nicht das beste Saisonspiel von uns. Oder, ja, also ich bin mit der Leistung der Mannschaft jetzt nicht wirklich zufrieden. Allerdings hat uns der Gegner, ich sage jetzt mal, über 70 Minuten auch nicht wirklich viel mehr abverlangt. Ja, und kommt dann durch zwei unnötige Standards aus dem Halbfeld, wo wir hinten einfach schlafen, nicht richtig in der Ordnung stehen, kommt er dann zu zwei Toren. Ich denke, jeder, der die Highlights gesehen hat, ja, über das dritte Tor möchte ich jetzt nichts sagen. War ein unnötiger Ballverlust und dann laufen wir in Konter rein. Ja, war einfach eine total unglückliche Niederlage und eine unnötige Niederlage vor allem. Ja. Tut es doppelt weh, weil es heute das Karlsbad-Derby war? Ja, natürlich. Also als Trainer ist es dir relativ egal, ob das jetzt Langensteinbach ist oder ein anderer Gegner. Du musst, wenn du da oben bleiben willst, deine Spiele gewinnen. Für die Jungs wäre es natürlich toll gewesen, das Derby zu gewinnen. Ein Derby-Sieg ist immer doppelt erfreulich. Für uns als Trainerteam war es relativ wurscht, wer da jetzt der Gegner ist. Aber klar, die Punkte wären sehr, sehr wichtig gewesen heute, außer Frage. Wie sehr wirft euch das jetzt zurück im Aufstiegskampf? Ja gut, die Liga hat 30 Spieltage und ich habe vorhin auch im Abschlusskreis dann zu den Jungs gesagt, diese Niederlage muss jetzt ganz schnell aus den Köpfen, am Montag spätestens muss sie komplett vergessen sein, denn Bilfing hat auch noch Langensteinbach als Gegner und auch noch andere gute Gegner vor der Brust, unter anderem uns. Ja, das heißt, für uns ist es nächste Woche ein Endspiel und dann wird man sehen, wir wollen bis zum letzten Spieltag kämpfen oder oben bleiben, ne? Ganz klar. Also. Was wollt ihr oder wie wollt ihr das Endspiel, das nächste Woche kommt, gegen Bilfing, wie du sagtest, entscheiden? Ja, wie wollen wir es entscheiden? Schön wäre es, wenn wir wieder zu alter Stärke finden. Wir hatten letztes Wochenende gegen Kirlach wieder einen überragenden Fußball geboten, eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und haben das auch schon in der Vergangenheit bewiesen, dass wir mit den besten Fußball in der Liga spielen, dass da eine Spielstruktur drin ist. Das war auch das, was ich heute ein bisschen vermisst hatte, was mir auch ein bisschen wehtut, warum wir dann phasenweise die Ordnung über Bord werfen, einen anderen Fußball gezeigt haben, den wir eigentlich spielen. Und ja, im Großen und Ganzen muss man das jetzt abhaken. Es tut weh, ja klar, aber können wir jetzt nicht ändern. Und wie gesagt, die Saison hat 30 Spieltage. Könnte es sein, dass heute einfach der Gegner stärker war, als ihr es erwartet hättet und dass es euch das irgendwie aus der Linie gebracht hat? Also der Gegner war jetzt nicht stärker als erwartet. Im Gegenteil, ich hatte mir eigentlich vom Gegner einen Tick mehr erwartet, hatte aber auch auf der anderen Seite von meiner Mannschaft mehr erwartet. Vielleicht war es die Nervosität, man hat es gemerkt, auch in den Anfangsminuten bei beiden Mannschaften waren sehr nervös. Super Publikum hier für eine Landesliga, eine riesen Kulisse. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Mannschaften dann einfach nicht so wirklich ins Spiel gefunden haben wegen der Nervosität. Aber normalerweise ist sowas nach 20, 30 Minuten verflogen und deswegen kann ich mir nicht erklären, warum meine Mannschaft dann nicht einfach das gezeigt hat wie in den letzten Wochen. So, der Platzwart hat uns gezwungen, die Plätze für das Interview zu tauschen. Er hat uns vom Platz geschmissen, indem er das Licht ausgemacht. So einfach kann es gehen. In der Winterpause hast du Johannes Kerl vom SV Spielberg, der dort zweiter Trainer war, abgeworben. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt bei euch und wie klappt die Zusammenarbeit? War natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, da Verstärkung zu bekommen. Die Jungs und der Verein wollten, dass ich es weitermache. Ist beruflich bedingt etwas schwierig, deswegen musste ich da was tun in der Richtung. Und im ersten Gespräch mit Johannes war sofort klar, dass das der richtige Mann ist. Er ist sehr kompetent, er hat das Herz am richtigen Fleck. Wir ergänzen uns sehr gut, also ich bin wirklich stolz, ihn an meiner Seite zu haben. Und auch in der Mannschaft kommt er hervorragend an. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn an meiner Seite habe, ja. Du hast es, die Mannschaft in der Hinrunde übernommen, nachdem sie etwas durchwachsen verlief und hast sie auf Erfolgskurs bringen können, unter anderem natürlich mit der Unterstützung von Johannes Kerl. Wie habt ihr das bewerkstelligen können? Wie hast du es bewerkstelligen können?
Man muss generell sagen, dass es lief schon sehr vieles richtig im Verein. Auch mein Vorgänger hat hervorragende Arbeit geleistet. Von daher ging es für mich darum, einfach verschiedene kleine Stellschrauben noch zu verändern. Natürlich wollte ich dann der Mannschaft auch ein bisschen meine Handschrift verpassen und habe dann auch ein bisschen was verändert, was die Spielweise betrifft. Dann natürlich sehr, sehr viel über Motivation. Wer mich kennt, weiß, dass das natürlich ein sehr wichtiger Faktor für mich ist. Und also so haben wir es dann geschafft. Kannst du vielleicht ein paar Details zu den Stellschrauben nennen, an denen du drehen musstest? Ja gut, natürlich, wenn du eine Mannschaft dann übernimmst, kurz oder während einer Saison, ist es natürlich so, dass du sehr, sehr viele Gespräche führen musst, dass du viele Einzelgespräche, Telefonate, den Spielern dann einfach noch einmal deine Philosophie auch im Vier-Augen-Gespräch vermitteln musst. Ja? Du hast nicht die 6 Wochen Vorbereitung wie üblicherweise, sondern du musst dann natürlich in kürzester Zeit sehr viele Gespräche führen, um den Jungs auch deine Philosophie nahezubringen. Ja, das war unter anderem ein wichtiger Punkt und dann natürlich das Wir-Gefühl einfach vermitteln. Ja. Ich glaube, es wäre jetzt zu weit ausgeholt, wenn ich jetzt erkläre, wie ich das so mache. Ne. Fragt am besten unsere Spieler. Abschlussfrage. Ich habe dich heute als einen sehr emotionalen Trainer in der Coachingzone gesehen. Also da ist richtig viel Dampf gewesen. Ist es normal bei dir oder ist es heute eine Ausnahme gewesen? Ja, natürlich, ich lebe natürlich durch meine Emotionalität. Aber ich denke, das ist auch was die Spieler brauchen. Ja, die brauchen draußen einen, der sie anpeitscht, der ihnen sagt, wann wir in die Ordnung gehen, wann wir gegenpressen, wie tief wir stehen, wie hoch wir stehen, wann wir ein Pressing starten offensiv. Ich denke, die Jungs brauchen das, denn es ist im Schnitt eine sehr junge Mannschaft auch noch. Die Medien pushen uns immer da hoch, Mannschaft der Liga. Also hätte mich vor der Runde jemand gefragt, wo der ATSV landet, hätte ich gesagt, Platz 1 bis 5 wäre Weltklasse. Jetzt sind wir über Spieltage hinweg Erster gewesen. Jetzt sind wir Zweiter, haben noch die Chance auf den Platz 1. Ja. Francesco, dann danke ich dir vielmals für das Interview, auch für die Geduld heute, dass du mit mir den Interviewplatz auch getauscht hast. Und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank euch und alles Gute.